Und herzlich willkommen zum 80. iNoYourGame-Podcast in der Halloween-Woche. Und ich schalte direkt in unsere Halloween-Gruselzentrale nach Dublin. Hallo. Hallo. Wer da? Hallo? Die Manuela. Es ist sehr gruselig bei dir. Du bist ja quasi im Epizentrum des Halloween-Tums. Mhm. Wie ist es da so? Überall Spinnweben und verkleidete Menschen, Kürbisse und sowas? Es ist wie jeden Tag, alle sind betrunken. Es sind tatsächlich Kinder unterwegs, aber sonst. Betrunkene Kinder! Wir werden Feuerwerk. Heute... Feuerwerk? Ja. Ist das Halloween-Brauchtum? Ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei uns nach Fasching und so. Die machen hier Fasching. Feuer und... Ja, ich bin ja aus dem Süden. Ja. Das Thema hatten wir heute schon. Ja. Außerhalb von Skype musste ich feststellen, dass du ja gar keine Westfälin... Wie heißt es denn richtig? Westfälin oder Westfalen? Westfälin? Keine Jedenfalls Ahnung. Kommst du nicht hierher, du kommst aus dem Süden. Und jetzt bist du im hohen Norden bei denen, die Angst vor Samhain haben und sich deswegen verkleiden und sie nicht erkennt. Genau. Es ist eigentlich ein sehr religiöser Brauch, ein bisschen amerikanisiert, aber ich finde cool, dass ihr Feuerwerk habt. Das ist ja bis hierhin noch nicht durchgedrungen. Die Leute laufen verkleidet rum, als wäre es Karneval, aber was auch gruselig ist, Karneval, finde ich. Schon. Dann schalten wir mal ins deutsche Epizentrum des Halloween-Tums. Die meisten werden es bereits wissen. Das liegt in Wald... Verdammt, wie heißt der Ort? Waldberg am See? Nein. Scheiße. Waldsee ohne Berg. Waldsee! Ja. Sonntags, die Überleitung ist mir gründlich misslungen. Vor allem war die jetzt überhaupt nicht gruselig. Ich hatte mir schon für einen stöhnenden, gruseligen Auftritt geprobt. Ne? Und okay, jetzt... okay, Moment, wir spulen zurück. Wir schalten jetzt direkt in die deutsche Zentrale des Gruseligen nach Waldsee. Hallo Daniel! Hier ist Headless Hannes. Moment, ich habe meinen Kopf verloren. Da ist er wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habt ihr denn... Ja? Ja, ich wollte nur sagen, für unsere Zuhörer ist es jetzt total affig, weil da ist ja schon Halloween wieder ein alter Hut. Aber ihr müsst wissen, wir nehmen tatsächlich am Tag des Spuks und der Grausamkeiten auf. Am 31. Oktober, ja. Deswegen sind wir auch stark dezimiert. Ihr werdet vielleicht festgestellt haben, dass wir zu dritt nur sind. Die letzten Überlebenden. Quasi. Ja. Yeah. Haben wir das letztes Jahr gemacht mit dem Joke, dass ich irgendwas nicht überlebt habe und wo du dann zum ersten Mal den Podcast geleitet hast? War das Halloween? Nee, da war ich schon nicht dabei. Ah, nee. Okay. Ach nee, das war auch Anfang des Jahres. Quatsch, ich nehme alles zurück. 80. ein neuer Game Podcast, das ist ja fast eine denkwürdige Zahl. Geht ihr gleich noch Süßigkeiten sammeln oder auf eine Halloween-Party oder seid ihr komplett außen vor? Manuela, bleib zu Hause. Du bleibst zu Hause. Das finde ich witzig. Das müssen wir jetzt mal ganz kleinen kulturellen Ausflug machen. Ich habe ja gedacht, nach St. Patrick's Day ist Halloween so das Heiligste, was die Iren vielleicht haben. Und musste mit Schrecken in einem Gespräch mit Manuela feststellen, bei unserer Redaktionskonferenz, dass da ja heute, also die können sich gar nicht so abschießen, weil morgen müssen die ganz normal arbeiten. Genau. Und heute auch. Mhm. Also das finde ich ja sehr verwirrend. Das liegt aber an einem besonderen Brauch, den es in vielen europäischen Ländern außer Deutschland gibt, nämlich, dass die Feiertage irgendwie vorgezogen werden oder so. Erklär mal. So genau, habe ich es auch noch nicht kapiert. Aber die fallen einfach immer auf Montage. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob dieser Montag oder halt der letzte Montag, ob der
zufällig immer vor Halloween ist oder ob das ein Gesetz gibt dafür. Weil es gibt ja irgendwie 5 gesetzliche Feiertage, die sie festgelegt haben, damit sie den EU-Durchschnitt mithalten können. Und dann wurde es mal so beschlossen. Ich meine, wenn man mal so überlegt, ja, also gehen wir mal vom katholischsten Ort Deutschland aus, das wäre dann, also von der katholischsten Region, das wäre dann Bayern. Die Bayern haben ja, glaube ich, die meisten Feiertage europaweit, weil die ganzen hier Aschermittwoch und alle möglichen Himmelfahrten von Jesus, Maria, Joseph und Geronimo und David, alle sind in den Himmel gefahren und da gibt es ja dann ungefähr 17.000, 30.000 Feiertage. Warum haben denn die Iren, die ja auch so katholisch sind, warum haben die denn so wenig? Warum müssen Iren die haben überhaupt erfinden? Keine kirchlichen Feiertage außer Weihnachten und Ostern. Das ist doch total, das ist doch shit, oder? Ei. Ich glaube, das kommt, wie früher Heiden waren oder so. Das ist Oh. Und dann kamen ja die Engländer mit ihrer Kirche und dann war ja alles vorbei. Und dann... Ich glaube, aber die waren ja vorher schon. Also, da ist ja. Aber mit Religion habe ich es eh nicht so, deswegen lehne ich mich gar nicht weit aus dem Fenster, bevor ich da rausfalle. Das ist mir zu gefährlich. So. Ich komme ja ursprünglich aus Württemberg, da ist man ja auch sehr verwöhnt, was Feiertage angeht. Ah ja, die sind auch sehr, die haben auch recht viele. Mhm. Da gibt es ja auch Totensonntag und so Feiertage, die man hier in Nordrhein-Westfalen im Heidnischen ja gar nicht kennt. So. Aber immer noch besser als Hamburg, ja kaum. Ja. Wenn ihr euch übrigens wundert, der Bastian ist zwar in den letzten Monaten eher Wahlbremer gewesen als Hamburger. Als Hamburger? Zu viel Hunger. Der ist irgendwo in Asien unterwegs und das macht er einen ganzen Monat, weil er, glaube ich, seinen Bruder besucht. Deswegen, wenn ihr ihn jetzt längere Zeit nicht hören, bitte eine Träne ins Knopfloch weinen, aber er kommt ganz bald wieder. Irgendwann, ich glaube, Anfang Dezember oder so. Also er ist etwas mehr als einen Monat weg. Das, werden wir das überleben? Werden wir das, kriegen wir das hin? Gerade so. Es wird die Zeit zeigen. Die Zeit wird es zeigen. Wahrscheinlich kommt er zurück und alle, hä? Wo bist du denn? Warum hast du auf einmal so schlitzige Augen? Was ist da los? Das ist politisch nicht korrekt, was du da gerade gesagt das, hast. Das darf man sagen. Verengte See... Schlitze. Seeorgane. Schwenken und schweifen wir mal zu Gaming-Themen. Ich habe da eben so ein bisschen rausgehört, Johannes, dass du dir irgendwas ausgedacht hast. Und ich kann mir schon vorstellen, was es ist. Aha. Und dass es das erste Thema, was dir auf der Seele brennt, überhaupt gar nichts mit Gaming zu tun hat. Ja, eigentlich sind wir ja schon mittendrin, ne, mit Halloween und so. Eigentlich wollte ich ja mal so wissen, was ihr eigentlich so an Halloween gemacht habt, ne? Weil für die Zuhörer ist es ja schon längst kalter Kaffee. Aber weil wir hatten ja auch eine schöne Umfrage auf der Seite, was eigentlich bei euch so Halloween-mäßig los ist. Jetzt würde ich doch mal echt mal gern wissen, ich meine, von Manuela haben wir es gehört, aber Daniel, was bedeutet eigentlich Halloween für dich? Was machst du da? Gibt es da Rituale, die du jährlich pflegst? Oder denkst du dir, ja, ach nee, Ami-Scheiß brauche ich nicht? Oder was ist da los? Ich lese jedes Mal, jedes Jahr, das mache ich jetzt ungefähr das dritte Jahr in Folge, also es ist fast schon Tradition. Verzeihung, wenn ihr das Geräusch gerade gehört habt. Jedes Jahr lese ich mir auf Wikipedia durch, was nochmal genau eigentlich war. Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Die einen sagen, dass das Wort allein, das finde ich ja spannend, das Wort allein, Halloween, kommt ja wahrscheinlich von All Hallows Eve, also dem Allerheiligen Abend. Es gibt ja den Heiligabend, Weihnachten, und den Allerheiligen Abend, weil morgen der Tag, also für uns morgen, von euch aus gesehen, der Donnerstag nach Halloween, also der 1. November ist Allerheiligen und Allerheiligen Abend ist der 31. Und übrig geblieben von diesem Tag ist, ich glaube, das war immer, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, davon ist übrig geblieben Halloween, All Hallows Eve. Und das hat, da fiel aber dann irgendwie was
Katholisches mit was heidnisch-keltischem zusammen. Und das eine war das und das Fest und das andere war das und das Fest. Und dann ist da so ein Mix draus entstanden. Und das mit Samhain, das habe ich auch noch behalten. Da geht es irgendwie darum, dass da so ein Wesen umhergeht, was, glaube ich, so für den Satan oder für den Teufel oder für irgendwen, der auf jeden Fall echt böse ist, arbeitet und Leute einsammelt, wenn er sie erkennt. Und deswegen verkleiden sich alle, damit sie nicht erkannt werden, weil dann sind sie nämlich sicher vor dem. Ja, aber er erkennt die doch eher, weil, ich meine, wenn man sich verkleidet als, was weiß ich, Nein, er muss, wenn der Samhain jetzt vor dir steht, dann muss er dich angucken und sagen können, das ist der Johannes. Ja, hast aber ein Mickey-Maus-Kostüm an, dann ja, aber der kann er nicht sagen, das ist der Johannes. Ja, aber ey, komm, der wird doch den Mickey-Maus eher erkennen als den Johannes. Ich meine, ja, Mickey Mouse, aber er will ja dann in dem Moment wieder ja nicht Mickey-Maus, er will ja den Johannes. Er muss dich erkennen, wenn er dich haben will. Ja, aber was ist, wenn er also Mickey-Maus will und ich zufällig das Mickey-Maus verkleidet? Dann habe ich ja genauso. Du weißt schon, dass Mickey-Maus eine fiktive Figur ist. Ja, vielleicht weiß der das aber nicht. Ich meine, wenn der das nur einmal im Jahr rauskommt, um zu gucken... Das ist ja auch irgendwo logisch. Wenn ihr irische Mythologie studiert, gerade zufällig, dann schreibt das bitte einen Kommentar und klärt uns auf, weil ich suche gerade Samhain, auch Samhain oder Samhain ist zusammen mit Imbolc eines der großen keltischen Feste. Samhain wurde beginnen, bla bla bla. Bei allen vier Festen, was kann er denn? Samhain ist nicht nur von historischer Bedeutung, sondern. Da steht es nämlich auch nicht. Scheiße. Auf der Wikipedia steht ja was. Moment. Wie bei allen vier Festen wurde angenommen, dass auch zu Samhain die Menschen einen Zugang zu den Wesen der anderen Welt haben. Besonders zu den Bewohnern der Sith. Das sind die Elfenhügel, die an diesem Tage offen stehen. Ah, das ist schlecht. Es war deshalb nicht ratsam, sein Haus zu verlassen, um nicht mit diesen Repräsentanten der Vorzeit zusammenzustoßen. Dem Unterweltsgott Kenkruach, der blutige Kopf, wurden zu Samhain Blutopfer dargebracht, um ihn und den anderen chthonischen, das finde ich ein schönes Wort, Gottheiten um Fruchtbarkeit anzuflehen. Sie haben sich in ihren Häusern versteckt und haben um Fruchtbarkeit gebeten. Also war ja wohl klar, was da in den Häusern abgeht, oder? Ja, das ist bei der Anbetung des Kenkruach Idols zusammenhängen, starb Tigern Maas und nahm 3/4 der Iren mit in den Tod. Ah. Ja. Nacht des Winteranfangs. Also es liest sich alles wesentlich komplizierter als Verkleiden und Süßigkeiten einsammeln. Ich glaube, deswegen kann man sich da auch meistens nichts drunter vorstellen. Ich habe in diesem ganzen Text nicht einmal das Wort Süßigkeiten gesehen. Ja, eben. Wo kommt das eigentlich her? Wahrscheinlich hat man sich gedacht, ey, den ganzen Quatsch kann sich eh keiner merken. War die Marketingabteilung von irgendeiner genau. Firma. Wir sagen einfach, hey, verkleiden Süßigkeiten und alles ein Happy. Und keiner sagt mehr was. Ja. Aber gibt's Taktik so des Bösen. Ja. Die Leute einem zu suchen. Das ist nämlich die wahre Boshaftigkeit. Der Mensch, der mit seinen Trieben nach Süßem und nach Fruchtbarkeit giert. Ja, genau. Das ist der Geist des Halloween, liebe Kinder. Ein neuer Game klärt auf. Großes Tennis. Aber Daniel, gibt es denn so gewisse Rituale, die du so pflegst an Halloween? Nein. Irgendwie, also, ist ein ganz normaler Tag für dich. Wie jeder andere auch. Das ist für mich ein ganz normaler Tag. Ja, ich habe auch mit Schrecken heute Morgen festgestellt, dass ja heute schon Halloween ist. Mhm. Ich denke immer, es ist der 1. November, weil da ja alle frei haben. Aber ist ja Quatsch, weil... Ne? Wir glauben ja nicht an diese Bonbon-Geschichte hier. Ja, wobei in Sachsen haben sie ja heute schon frei. Ne? Ja, so. ja, so. Also ich nehme es schon gern wahr, so als Halloween, und weil für mich ist es einfach so der Tag im Jahr, an dem ich mich offiziell gruseln lassen darf und das dann ganz gezielt auch mache. Ich meine, klar, mache ich es auch sonst, aber ich gucke dann wirklich gezielt, okay, was habe ich hier noch für Horrorfilme rumliegen, die ich noch nicht gesehen habe, und gucke die dann wirklich so an Halloween. Und ich habe mir jetzt gerade Scream 4 mal nachgeholt. Und mal gucken, was der Abend noch bringt. Aber ich gucke dann schon so gern so 2-3 Horrorfilme am Tag, am Abend an und lasse mich dann so berieseln. Und wenn gerade ein cooles Horrorspiel gerade auf dem Markt ist, dann
spiele ich das auch dann ganz gerne. Ja, an der Stelle kann ich euch etwas ans Herz legen, was es jetzt zu diesem Zeitpunkt aufgrund gesteigerten Rechenaufkommens noch nicht auf die Seite geschafft hat, aber wenn ihr das hier hört, schon auf der Seite ist. Und zwar unser kleines Grusel-Special. Da hat nämlich die am leichtesten zu gruselnde Person der Redaktion sich vor den Rechner gesetzt und Anna gespielt und sich dabei zumindest in Audioform aufgenommen. Ich glaube, die Bildversion wäre ihr auch nachträglich zu peinlich gewesen. Aber es hat sehr hohen Unterhaltungswert. Man lernt zum einen etwas über das Spiel Anna, was durchaus Gruselpotenzial hat und auch deswegen von uns ausgewählt wurde, oder vielmehr von Caro. Jetzt hast du schon verraten, wer es ist. Es war ja wohl klar. Es kann ja sein, dass es vielleicht den einen oder anderen gab, der jetzt sich so einen Block genommen hat und so alle Namen aufgeschrieben hat und so ausgestrichen, wer könnte das sein? Ne? Wer war der Mörder? Wer war der Täter in diesem Kabinett? Das hier ist nicht der Rätsel. Ja. Aber ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ach, das ist immer herrlich. Das ist vor allem klasse, wenn man einen Gruselfilm mit ihr schaut. Ich weiß nicht, ob du den Film Insidious schon gesehen hast. Nein. Ganz, ganz fantastisch. Also Gruselspaß erster Güte. Und wenn man den noch mit Caroline guckt, dann ist der Gruselspaß umso höher, weil so jeder Schrei aus der rechten Ecke wird mit einem Lächeln entgegengenommen. Aber das ist nicht das Einzige, was wir diese Woche Gruseliges für euch parat haben, denn wir haben ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Eigentlich unbeabsichtigt, irgendwie so ein bisschen. Weil, das mit Anna, das war von vornherein gedacht, und dann kam plötzlich noch eine Top 10 dazu, nämlich die Top 10 der gruseligsten Gegner in Videospielen, und davor die Woche hatten wir samstags ein Flash-Game, das Deep Sleep hieß, was auch so ein bisschen schon gruselig war. Also wir haben diese Woche gesteigertes Gruselpotenzial an den Tag gelegt, und wir haben am Freitag noch ein Thema, was ebenfalls sehr gruselig ist, dessen Name mir aber gerade entfallen ist und ich deswegen jetzt an den Kollegen Sprott übergebe. Wobei es ja eigentlich ein doppelt gemoppelter Sprott ist, weil am Donnerstag biete ich ja schon das Doom 3 Review, und am Freitag kam dann tatsächlich ein Unter-dem-Radar-Artikel zu Project Zero 4. Was eigentlich, also eigentlich ein Hattrick hast du geliefert. Eigentlich ein Hattrick. Ey, tatsächlich, der Grusel-Hattrick. Ja, wobei Project Zero 4 ist eigentlich nie hier rausgekommen, deswegen läuft es unter der Rubrik unter dem Radar. Das geht leider nur mit einem Patch, da kann man die japanische Version sich kaufen und dann mit so einem Patch über SD-Karte und Friemel und machen, aber dann kann man das tatsächlich mit englischen Untertiteln spielen, und das ist echt sehr spielbar gewesen und ist sehr, sehr gut. Also es hat mir echt gut gefallen. Okay. Ja. Wenn euch das immer noch nicht genug gegruselt hat, dann kann ich euch noch eine unserer Partnerseiten ans Herz legen. Das wäre dann gruselseite.com, Germany's Finest Horror News and Reviews. Das ist eine unserer Partnerseiten, und da werdet ihr mit Sicherheit das ein oder andere Horrorschmankerl vorfinden. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aha. Ja, du wolltest was sagen? Wollte ich noch was sagen? Nee, ach, ich wollte nur noch zu Project Zero sagen, dass ich doch überrascht war, wie gut die Grafik davon ist. Also es sieht wirklich besser aus, wie so manches Spiel, das jetzt noch so rausgekommen ist, in den letzten ein, zwei Jährchen. Und es ist von 2008, also es ist echt krass. Also es hat auch teilweise geruckelt. Aber das machen heutige Spiele manchmal auch. Ja, aber dafür sah es dazu auch noch gut aus. Also auch überraschend hübsch. Also sieht schon fast Xbox 360 erste Generation mäßig aus von der Qualität. Aber auch nur fast. Ja. Gib mir mehr News. Der neue Bond ist raus. Habt ihr schon Karten reserviert oder gibt's euch total am Arsch dabei? Also Skyfall meine ich jetzt. Der Daniel Craig Bond, der neue. Er soll ja sehr gut sein. Ich bin am Überlegen, ob ich mir anschickst. Mal gucken.
Ich habe noch keinen Bond mit ihm gesehen. Casino Royale war gar nicht schlecht. Ey, den nee, also da muss ich aber echt dem Tenor widersprechen, weil ich finde Casino Royale stinke langweilig. Aber auch wahrscheinlich, weil ich mit Poker so gar nichts am Hut habe und der halbe Film wirklich nur ein Linsen in Pokerkarten ist, gefühlt. Und ich fand das, ja, weißt du, da kommt so spannende Musik, so, was hat er auf der Hand? Ne? Und ich sehe hier nur, ja, Pik und Bube und denke mir, ja, es sind halt Karten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Es ist mir egal. Es kann es spannend sein, aber auch nicht. Wann ist das Spiel rum? Wann geht der Film weiter? Und ja, da fand ich den letzten, wie hieß denn der danach? Quantum. Ein Quantum Trost, genau. Ja. Den fand ich dann tatsächlich ein bisschen besser. Aber ich mag Daniel Craig generell. Den habe ich nicht. Oh, okay. Aber ich mag Daniel Craig generell nicht als Bond. Ich finde, der sieht aus wie der Bruder von Wladimir Putin. Ja, ich finde, er nimmt, also ich finde auch der ganze Style der neuen Bond-Filme ist viel zu ernst und zu, ja, die, ich weiß nicht, ich finde, Bond-Filme dürfen ruhig so ein deutliches Augenzwinkern haben, weil ich meine, es ist so ausgelutscht eigentlich, das funktioniert für mich nicht mehr als ernstzunehmende Reihe. Und okay, dann kommt direkt die Frage, bester Bond, Frage geht zuerst an Manuela, bester Bond aller Zeiten. Sean Connery. Bester Bond, Johannes. Du hast die Frage schon mal gestellt und ich habe sie ja schon mal beantwortet. Echt? Du hast entsetzt aufgerufen, als ich Roger Moore genannt habe. Genau so, ja. Aber zu den Gründen, warum ich Roger Moore auserkoren habe, ja, wie gesagt. Du weißt es selber nicht, du bist dafür bezahlt. Nee, ich weiß es. Aliens haben dein Gehirn gekapert. Nee, war die richtige Antwort dabei? Nein, Roger Moore. Also, ich meine, das war halt so die Ära, wo in den 70ern die Bond-Filme rauskamen und das war so eine crazy Shit-Area, wo alles abgefahren war. Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand, er hatte die geilsten One-Liner. Das war so die Zeit, wo jede Synchro ein Brüller war, mit One-Linern gespickt, die besser waren wie im Original. Ich sag nur, geh wieder zurück in den Tiger oder ein hoffnungsloser Fall. Oder so Sachen, ne, wo ich jetzt total vermisse, sowas. Ne? Ja, deswegen Roger Moore. Ich meine, klar, Sean Connery ist Kult, aber mein ganz persönlicher Liebling ist immer noch Roger Moore. Einfach, ich weiß auch nicht. Sean Connery. Wie heißt denn? Ja, hallo Carter, das im Hintergrund ist mein Carter. Das ist dein Lieblingsbond. Nee, ja, Sean Connery, hallo. Ah, okay. Aber es gibt ja einen Film, und ich habe ja das Gefühl, dass ich gerade mit Bond-Spezialisten spreche, es gibt ja einen Film mit Sean Connery, der eigentlich nicht wirklich 007 ist, weil da schon, ja. Wie heißt der nochmal? Warte mal. Da war ja schon eigentlich Roger Moore am Start. Scheiße, ja, der hat dann den mit dem, wie hieß denn der, war das der mit dem Christopher Lambert? Nee, ne? Nein, also, war das Diamantenfieber? Nee, nix Diamantenfieber. Diamantenfieber war der letzte offizielle mit Sean Connery. Ich müsste jetzt googeln. Das ist ein bisschen lame, aber jetzt liegt es auf der Zunge. Meine Frage, die eigentlich in meinem Kopf rumschwirrt ist, oder die Frage, die eigentlich in meinem Kopf rumschwirrt, es gibt ja jetzt diese super geile 15th Anniversary Edition. Ach, die wurde immer rauskommt, wenn neuer Bond gerade. Da kommt doch immer. Das ist alles Box auf Kabel raus. 1 gucken. Das war schon damals bin ich schon drauf reingefallen, als die Pierce Brosnan Bond Filme noch kamen. Da habe ich mir nämlich alle auf DVD geholt und dann als Blu-ray. Ja, und jetzt kommt's nochmal. Vor allem, als ich dann die alle hatte. Kam das nochmal als Box raus und ich hätte hunderte von Mark oder Euro gespart, wenn ich natürlich diese Box auf einmal geholt hätte. Und dann kamen zwei Filme später kam wieder eine neue Box raus, ja, und ich glaube, das war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, es hat einfach keinen Sinn, auch nur annähernd zu versuchen, eine DVD-Sammlung vernünftig aufzubauen, weil der Markt macht mir eh immer einen Strich durch die Rechnung, weil er immer irgendwie sich anpasst. Ne, und so neue Boxen raushaut, was deine alten Sammlungen wertlos macht. Ich finde das so witzig, dass bei mir im Büro wurde dann halt diskutiert, so, oh ja, die ist ja voll geil, die Edition, weil ja mal alle Filme beisammen haben, voll die coole Idee. Und dann sagte irgendjemand, ja, aber Skyfall ist ja dann schon nicht drin in der Box. Ja, genau. Und dann, scheiße, ja, kann der nicht. Ja. Das ist so dieses niemals komplett sein, genau ja. Wie sich jetzt wahrscheinlich auch
Ach, da kommen wir nachher noch zu. Ja, vor allem, ich habe jetzt den Titel vor mir, ich habe es jetzt lame gegoogelt, aber ich wäre echt nicht drauf gekommen. Sag niemals nie. Dadurch, dass der ja durch einen anderen Vertrieb lief, passte der nie in die Box rein vom optischen her, ne? Weil ich weiß noch, diese erste Sammlung von Bond, die hatte dieses 007-Logo an der Seite. Wenn du die dann alle schöne ins Regal gestellt hast, hattest du halt das Logo. Aber dieser sagt niemals nie, hat halt ein stinknormales Cover. Und ja, wo tue ich den jetzt rein? Ne? Chronologisch müsste der eigentlich zwischen dem letzten Roger Moore und dem ersten Pierce Brosnan liegen, aber irgendwie auch nicht. Ne? Und dann ist das Logo im Arsch. Ne? Wo tue ich den jetzt rein? Ah, furchtbar. ja. Das sind, da geht der innere Monk-Alarm los. Ja, aber die Bond-DVDs, ich weiß nicht, ob du welche besessen hast, aber die sind sehr, sehr zu empfehlen, weil das Bonusmaterial ist einfach göttlich. Also, weil halt die Stunts noch echt gemacht wurden und die Geschichten dazu sau spannend sind und teilweise sehr lustig, kann ich echt jedem ans Herz legen. Also, unbedingt bei den alten Bond-Filmen die Making-ofs gucken, das ist ganz, ganz großes Kino und auch echt gut gemacht. Oh, ich war die Woche im Kino. Muss ich gerade, fällt mir gerade ein, wo ich gerade meinen neuen Facebook-Avatar sehe. Oh. Hast du einen Twilight gesehen, den neuen? Wo wolltest du doch den Schluss sehen, oder? Wolltest doch wissen, wie es ausgeht. Okay, gib's nächstes Thema. Nein, ich hab eine Kino-Preview, eine Presse-Preview gesehen, auf Englisch von Wreck-It Ralph. Wie er im Deutschen heißt, Ralf Reichts. Aha. Und jetzt sind alle wahnsinnig begeistert. Ja, ich, das ist ein Animationsfilm und der ist, es geht um eine Figur in einem. Ah, Spiel. Das ist doch der Disney mit den Disney Videospielfiguren, wo der eine. Ohne Scheiß, ausbricht. Das ist ein so unfassbar schöner Film. Ich bin wirklich sonst kein großer Freund von Animationsfilmen, aber der ist wirklich einfach nur toll gemacht. Also ich hatte das unmittelbare Gefühl nach diesem Film war, verdammte Scheiße, ich will ein Mario Kart in HD spielen. Gefolgt von, ich möchte all die Spiele spielen, die in dem Film vorkamen. Auch wenn es Spiele waren, die es überhaupt nicht gibt. Allein die Idee, es gibt so ein paar Spiele, wo ich mir ganz sicher bin, dass es die niemals gegeben hat und auch nicht in einer abgewandelten Form, die es einfach jetzt wert wären, sofort und auf der Stelle versoftet zu werden. Das ist ein echt toller Film. Also gerade im Englischen lebt der von den Charakteren, von unverbrauchten Stimmen und die Charaktere sind doch alle so wunderbar schrullig. Kann ich nur empfehlen. Er kommt Anfang Dezember raus, guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr die Chance habt, den auf Englisch zu gucken, dann tut ihn euch auf Englisch an, weil ich. Schwierig bei mir. Weil ich nämlich nicht glaube, dass der im Deutschen auch nur andersweise so lustig sein kann. Ja, machen denn da nur so Knuddelfiguren mit oder auch so ein Snake oder ein Gears of War-Typ oder was weiß ich, so härtere Haudegen aus der Videospielgeschichte? Ja, also es geht halt, also dieser Ralph, der flüchtet sich halt als allererstes in ein Spiel. Ich kann nicht sagen, warum, das verrate ich zu viel. Er flüchtet sich zuerst, also er hat keinen Bock mehr, der Bösewicht zu sein und flieht aus seinem Spiel, das da heißt Fix It Felix und Fix It Felix. Also er muss das Haus immer kaputt kloppen. Könnt ihr mal den Trailer angucken. Er muss das Haus immer kaputt kloppen und die gute Spielfigur des Spiels, Fix It Felix Junior, muss das immer wieder reparieren. Und dann schmeißen sie halt den Wreck-It Ralph, schmeißen sie dann vom Dach runter. Und diese Spielwelt ist für die Figuren, die darin vorkommen, auch deren Welt, wo die drin wohnen. Das heißt, die Fixit Felix ist der Held und der kriegt jeden Abend kriegt er seinen Kuchen und jeden Abend kriegt er ein kleines Feuerwerk und alle sind immer so happy, dass er da ist und dass er das Haus repariert hat. Und die ganzen Figuren, die in diesem Haus wohnen, sind auch alle total, die sind so ganz reduzierte Animationen, deswegen bewegen sich auch so lustig. Und es sieht alles total witzig aus und die Lampen sind halt aus Pixeln und so und das ist ganz schön. Cool. Und der arme Ralph lebt halt, weil er der Bösewicht ist, immer auf einem Haufen aus Ziegelsteinen. Und er hat einfach keinen Bock mehr da drauf. Er will nicht mehr da wohnen. Und dann am 30. Geburtstag seines Spiels, wo dann eine riesige Party stattfindet, zu der er natürlich nicht eingeladen ist, haut er dann ab. Und das erste Spiel, in dem er landet, also diese Spiele sind alle über ein Stromnetz miteinander verbunden in dieser Arcade-Halle und dann flüchtet er sich in ein Spiel, das heißt Hero of Duty und ist so eine Mischung aus Call of Duty und Halo, wo halt so fiese Käfer, Insektenviecher rumfliegen, die dann da weggeballert werden in hochauflösender, super realistischer Grafik und er sich fast ins Büchschen scheißt.
Und das ist dann halt schon ziemlich heavy. Und die Hauptfigur da ist so ein bisschen wie Samus Aran, also auch eine total taffe Braut. Und es ist schon extrem schräg. Und danach landet er in einem Spiel, das heißt Sugar Rush und ist eine Mischung aus Mario Kart und Hello Kitty. Ach, und super. Bonbonland. Es ist einfach nur, die Charaktere sind super geil. Und es ist, das ist ja eigentlich wie Roger Rabbit, nur halt auf Videospiel, also in diese Videospielform gedrückt. Da frage ich mich auch immer, wie die das rechtlich gelöst haben, ne? Weil das müssen ja echt zig Rechte sein, die da. Die sind alle am Ende des Films. Alle am Ende des Films sind die aufgeführt. Nintendo, Sega, weil Sonic the Hedgehog. Sonic ist, es gibt ja diese Grand Central Station, das ist wo die Game Central Station, wo die, nachdem alle Leute die Arcade verlassen haben, treffen sich halt alle Videospielfiguren im Tapas zum Beispiel in der Bar oder fahren in andere Spiele, das dürfen sie, müssen halt nur wieder zurück sein, wenn es am nächsten Tag wieder losgeht. Und dann steht dann halt so eine Litfaßsäule, so eine animierte, und da steht dann Sonic the Hedgehog und sagt dann: Immer daran denken, wenn ihr außerhalb eures Spieles sterbt, sterbt ihr wirklich. Also ist Vorsicht angebracht, mit so einem erhobenen Zeigefinger, also so ganz oberschulmeisterlich, steht dann der Sonic the Hedgehog, und dann in seiner Selbsthilfegruppe sitzen Zangief und M. Bison und Chun-Li rennt da mit Daisy und Peach in der Gegend rum und unterhalten sich. Das ist echt, echt schräg so. Ach, fantastisch. Super, kann ich nur empfehlen. Ich habe mich noch gewundert, als du dein Avatar geändert hast. Okay, entweder gefiel ihm das Bild gut oder der Film. Beides. Also das Bild, zur Erklärung, mein Facebook-Avatar ist Wreck-It Ralph in 8-Bit, im 8-Bit-Look, und zwar die Angry-Version. Das passt momentan zu meinem Gemütszustand, weil ich momentan im Dauer-Rage-Modus bin und nur am Fluchen eigentlich. Aber es, ich finde die Figur auch einfach super. Er ist halt der Bösewicht, aber er ist eigentlich nicht böse. Ach, da freue ich mich drauf. Es wäre cool, wenn er einen Oscar kriegt dieses Jahr. Fände ich super. Ich meine, alle sagen immer, Disney kann ohne Pixar keine guten Animationsfilme machen. Ja, nö, das will ich jetzt so nicht sagen. Also ich fand, sagen aber viele. Hier, Rapunzel war ja schon echt ein guter Schritt in die richtige Richtung. Habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Ne, den fand ich gut. Und auch vorher Küss den Frosch fand ich super. Also, ich meine, gut, weil es kein 3D, aber es war ja auch Animation. Und ich würde mir eher mal wünschen, dass sie mal wieder so ein bisschen in Richtung handgezeichnet gehen. Weil ich das altert einfach wesentlich besser. Ja. Na, weil wenn du dir heute Toy Story 1 anguckst, dann denkst du dir schon so, ja. Mittlerweile könnte das auch schon fast meine PS3, ne, in Echtzeit. Aber ja, habt ihr mal den Dead Space Animationsfilm gesehen? Der sieht unfassbar schlecht aus. Also nicht der gezeichnete, sondern diesen Aftermatch irgendwie. Weil ich will mir den nachher noch angucken, weil halt Halloween ist, ne? Und er hat mal kurz reingeguckt und mir dann gedacht, ach du Scheiße, der sieht echt richtig below aus. Also der sieht echt schlechter aus wie die Spiele von der Grafik her. Wow. Das ist echt schon ein bisschen. aber wenn wir jetzt schon bei Disney sind, habe ich jetzt die perfekte Überleitung. Ich bin mir sicher, ihr wisst es schon längst. Also ihr zwei sowieso und ihr da draußen auch. Darth Vader ist jetzt die Bitch von Mickey Mouse. Was sagt ihr dazu? Ich lasse mal nur wieder den Vortritt. Ich habe einen Kommentar auf Facebook gelesen, der irgendwie so laut, dass Disney mit der Übernahme von LucasArts irgendwie einen Sturm Sandy als großes Desaster dabei abgelöst hat. Kein Kommentar. ich habe Hoffnung für Star Wars. Nachdem Episode 1 bis 3 ja so der Knüller war. Kann's nur besser werden. Clone Wars nicht zu vergessen. Ey, aber ohne Scheiß, lustigerweise war das auch so mein erster Gedanke, weil eigentlich kann es ja schon nur besser werden. Ich traue es irgendwie lustigerweise Disney inzwischen mehr zu, wie George Lucas selbst, dass er die Trilogie, also dass Star Wars die Marke noch irgendwie noch gerettet werden kann. Ich fand, die haben ja seit, ich meine, Marvel hat es auch nicht unbedingt geschadet, dass übernommen worden sind. Man merkt den Unterschied nicht wirklich, dass die auch zu Disney gehören. Es muss ja auch nicht alles negativ sein, bloß wenn man übernommen wird. Nö. Ich denke mal schon, dass die sich da was bei gedacht haben.
Vielleicht hat sich George Lucas auch gedacht, die 4 Millionen nehme ich nur mit. Ja. Ich meine, die Tochter geht bald studieren, ne? Da brauche ich das Geld. Ja, man weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat. Ich meine, das ist ja auch so eine Lebensaufgabe, die er damit quasi abgegeben hat. Aber ja, das ist schon ich krass. Ich denke, er wird sich das gut durchdacht haben. So. Ich frage mich jetzt halt auch, also ich hatte mal einen Kollegen, der hatte die, der wusste schon, was in Star Wars 7 bis 9 passiert, weil die Bücher gibt es ja schon. Und es soll ja storytechnisch echt krass abgehen. Also es soll so ähnlich sein wie bei Mass Effect, dass dann so eine krasse intergalaktische Bedrohung kommt, gegen die nicht mal die Jedi eine Chance haben. Oder so gerade so, ne? Und die Jedi-Akademie ist zu dem Zeitpunkt gerade wieder im Aufbau von Luke Skywalker und so. Und es soll echt richtig heftig werden mit krassen Verlusten. Und es hat sich vom Zuhören spannend angehört. Also ich hoffe halt, dass Disney nicht, ja... Ich weiß nicht, ob ihr den Film Das Schwarze Loch kennt. Ja. Ich hoffe halt nicht, dass Disney so eine ja, glattpolierte Sache bastelt. Oder ja, ich hoffe halt, dass sie mit der Marke würdig umgehen und dass sie es nicht, ja, wie ja, mit dann mit 3 Jar Jar Binks oder so weitermachen. Die singen. Oder so. Oh Gott. Singende Jar Jar. Das kenne ich schon aus Star Wars Kinect und da war Disney noch nicht drin. Also das kann eigentlich. Ja, aber das ist auch ein interessanter Gedanke, den du da anstößt. Ne? Also ich meine, auch für Activision hat das ja dann in Zukunft sicherlich Auswirkungen. Ja, ja. Wenn LucasArts in Zukunft nicht mehr unter Activision ja, gepublished, ohne Scheiß. Unter Disney Interactive. Ja, ja, vor allem überlegt mal, Kingdom Hearts, da könnte jetzt ein Star Wars Planet drin sein, den man besuchen kann. Oder stellt euch Disney World vor und auf einmal gibt es eine Star Wars Achterbahn oder Geisterbahn, Darth Vader ist Spukschloss oder Luke Skywalker Karussell oder keine Ahnung. Ja, weiß ja nicht, das ist das. Jedi Mountain. Ja, oder Disney Club Star Wars Zeichentrickserie. Was weiß ich, ne? Da könnten und heute im Disney Club, Darth Vader! Ja, ja. Also. Hallo Kinder! Ja, oder Darth Vader sagt, ne, so am Schluss: Kinder, vergesst nie, vor dem Schlafen gehen, Maske abnehmen und Zähne putzen. Euer Darth. So auf die Art, ne? Also wie nach den, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt von Bravestar, da gab es immer so eine Moral am Schluss, ne? Mit erhobenem Zeigefinger. Was haben wir in dieser Folge gelernt? Ne? Freunde zu haben ist wichtiger, als sie in die Lava zu schubsen, Kinder. Auch euren Lehrmeister schubst man nicht so einfach in die Lava. Das wird sich rächen. Ja, so ungefähr. Ja. Ich glaube, da ist eine Menge Potenzial. Es gibt ja auch schon unfassbar viele Häme und unfassbar viele Comics und hast du nicht gesehen, Bilder mit R2-D2 mit Mickey Maus Ohren und Goofy als Obi-Wan Kenobi. Das Schöne an unserer wundervollen, vernetzten Welt ist ja, dass jeder zu jeder Zeit sofort seiner Kreativität freien Lauf lässt. Und das haben so unfassbar viele also allein heute gemacht. Grandios, echt, das ist super. Also was ist denn so dein Lieblingsmotiv bis jetzt? Ich kann mich nicht recht entscheiden. Ich habe 2 Favoriten. Eins davon ist dass die klassische Aufnahme von Luke, als er in den Sonnenuntergang blickt, ne, auf diese 3 Sonnen. Und jetzt sind halt diese 3 Sonnen halt wie ein Mickey Maus Logo, ne? Also das übereinander. Das fand ich sehr, sehr, das fand ich echt richtig schön. Und das andere war der Todesstern halt mit 2 Mickey Maus Ohren, ne? Das fand ich auch sehr gut. Mit der Mini-Todesstern als Ohren, ja, das fand ich auch gesehen, das fand ich gut. Und bei dir immer noch? Ich gar nicht wirklich im Internet und habe gestern jetzt auch nichts irgendwie gesehen. Ich habe es witzigerweise überhaupt erst durch Facebook erfahren. Also ja, ich auch. Abends gucke ich keine... Ja, oh, wenn ich Facebook nicht hätte... Also ich habe abends natürlich keine News mehr besucht, keine Newsseiten. Und da war ich echt... Heute Morgen habe ich den Rechner angemacht und dachte, was für ein Quatsch, warum... ich habe halt auch... es gibt so eine Seite, die heißt Surfing Stormtrooper. Und die habe ich abonniert. Und deswegen dachte ich, das wäre ein Bild von denen, weil die halt immer so witzige Fanart irgendwie mit Star Wars und so. Und da dachte ich, das verstehe ich nicht. Und dann gucke ich so weiter und dann häufen sich plötzlich so diese Mickey Maus Jedi-Anwandlungen. Und dachte ich, Alter, das ist doch nicht wirklich passiert, oder? Ich habe ja auch erst gedacht, das ist irgendwie ein schlechter Scherz, ne? Aber
Es ist schon interessant. Also ich frage mich jetzt auch bei The Old Republic, ob jetzt dann ein Disney-Patch kommt bald oder so ein Add-on, ne, wo man so einen Disney-Planeten besuchen kann. Fände ich sehr schon interessant. Neue Charakterklasse Goofy. Schlimm. Da kommt auch dann ganz schnell wieder die Diskussion auf. Was? Ja, Goofy erinnert ja auch so ein bisschen an Han Solo. Ne? Er hat ja so die ähnliche Klamotten hat er an. Also er könnte schon so ein Kopfgeldjäger sein. Han Solo. Ja. Es wird auf jeden Fall spannend. Man weiß nicht, was man davon halten soll. Ja. Also Star Wars 7 ist angekündigt. 2015 kommt die letzte, also die aktuellste neue Trilogie raus, wie auch immer. Wobei es ja eigentlich, muss man ja fairerweise sagen, es gibt ja eigentlich schon eine Geschichte, wie es weitergeht. Wenn man Star Wars Jedi Knight gespielt hat und Jedi Knight 2, dann weiß man, dass das Imperium nicht einfach zerbröselt ist, weil Impi und Darthy tot sind. Dann weiß man, das ist ja auch abgesegnet von George Lucas, du kannst ja nichts im Star Wars-Universum machen, ohne dass es 20-fach gegengelesen und gecheckt und geprüft und wieder zurückgereicht und verbrannt wurde. Das heißt, das ist quasi die offizielle Story, wie sie weitergeht. Luke baut den Jedi-Tempel wieder auf. Mhm, genau. Und es hat sich dann quasi ergeben, dass so Generäle und wie sie alle heißen, also Stormtrooper-Bösewichte, die haben sich auch nicht einfach in Luft aufgelöst, die sind dann zu so Systemlords irgendwie, haben sich hochgeschwungen und jeder kämpft so um seinen Planeten, sein Sonnensystem und es gibt halt überall versprengt so kleine Mini-Warlords, wenn man so will, die halt die alte Imperiumstechnik benutzen, um Systeme zu unterjochen. Also ich glaube, da ist jede Menge Potenzial drin. Ja, ist ja fast wie im feudalen Japan. So total zerrüttetes Chaos überall. Ich musste irgendwie an Deutschland denken, also es ist ungefähr 723 Königreiche und Fürstentümer und. Ja, genau. Mhm. So muss ich dran denken. Ja, oder so, kann man auch darauf projizieren. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich habe noch irgendwas auf den Lippen gehabt. Ein Fussel? Nee. Ich fände es ja cool, wenn sie wirklich die Eier haben und das durchziehen, dann habe ich schon mal echt. Dann hat Star Wars schon wieder eine Menge Pluspunkte. Und da ist zwar echt eine Menge Maske notwendig, gerade bei Mark Hamill, aber wenn sie die Originalcast, die noch überlebt hat, reinbringen, wie sie jetzt halt aussieht, ne? Weil zeitlich, wenn die das so ansiedeln, dass es genau danach spielt, ne? Und dann hast du dann den alten Mark Hamill und die alte Carrie Fisher und den Harrison Ford und jetzt sind alle drin, halt, ne? Das fände ich schon ziemlich geil, muss ich zugeben, diese Vorstellung. Also, ich glaube, Mark Hamill ist ganz schön in die Breite gegangen. Scheiße, stimmt. So ein dicker Luke. Als der hat es irgendwann mal in so einer Serie gegeben und der war ziemlich pausbäckig so. Ja, vielleicht wird er ja der nächste Jabba the Hutt. Und rutscht nochmal auf die dunkle Seite. Naja, da kann man jetzt hin und her spekulieren. Da wird man sehen. Wird man sehen, was da. Ich bin auf den ersten Trailer schon sehr gespannt, was dann so kommt. Vor allem dann vorneweg mit dem Disney-Schloss. Das ist vielleicht ist ja dann der nächste Star Wars handgezeichnet. Boah, bitte nicht. Und mit, hör auf, sowas. Nachher glaubt das jemand. Oder nachher. Das ist eine super Idee, das machen wir. Mit Musical-Einlagen. Und dann kommt die. Da kommt dann die. Im Abspann. Special thanks to Johannes from I Know Your Game Podcast for this wonderful idea. Vor allem, ich stelle mir das richtig schön vor, ne? Wie dann so einer dieser vergangenen Commander von den Sturmtruppen dann so auf der Wiese steht und so verträumt in den Himmel guckt und anfängt zu singen. Todesstern, damals hatte ich dich so gern. Ich war auf der Station 3. Ja, so ungefähr. Alle Rehe tanzen im Taglicht. Ja, die Ewoks kommen aus dem Wald und kreisen rum. Yeah. Ach, herrlich. Lass uns schnell zu einem anderen Thema wechseln. Sonst wäre ich ganz traurig und deprimiert. Gaming-Technik. Manuela, hast du was auf dem Herzen? Newsmäßig, was du loswerden willst? Nö.
Also ich habe tatsächlich was auf dem Herzen. Oh, dann bin ich mal gespannt. Habt ihr mitbekommen, dass der Nintendo-Chef, dessen Name mir gerade ums Verrecken nicht einfallen will, Satoru Iwata gesagt hat in einer Investorenkonferenz: Verdammte Axt, zum Glück haben wir so viel Third-Party-Support zum Start der Wii, dass wir Titel aus eigener Produktion zurückhalten können. Mhm. Also die haben quasi, ne, die wollten halt unbedingt nicht denselben Fehler machen wie bei dem Start der, des 3DS, wo dann irgendwann der Support weggebrochen ist. Haben deswegen, als sie realisiert haben, wie viele Third-Party-Titel zum Launch kommen, haben sie sich entschieden, nicht namentlich genannte Spiele aus eigener Produktion zurückzustellen, zu einem Zeitpunkt, wo klar ist, dass der Third-Party-Start-Support erstmal so ein bisschen wegbricht. Das Witzige ist, er spricht von mehreren Titeln und mir fällt spontan nur ein einziger Nintendo-Titel ein, der es nicht mehr ins Launch-Fenster geschafft hat und nach hinten gerückt ist, und das wäre Pikmin 3. Jetzt stellt sich ja die Frage, wenn es mehrere Titel sind, was bestätigt wurde, welche sind es denn dann noch? Ja, das ist doch hundertprozentig wieder so ein WarioWare-Ding. Ich kenne einen, aber ich darf dazu nichts sagen. Oh Gott. Oder Mario Kart, keine Ahnung. So, was man halt kennt, ich meine, was wird's, also ich erwarte nicht, dass Nintendo mich mit einer total komplett neuen Spielidee überrascht. Die werden ihre alten Suppen nochmal schön aufkochen und schön verteilt übers nächste Jahr raushauen. Du weißt etwas und darfst es nicht sagen. Wie gemein ist das denn? Hm. Okay, das Mann, ey! Dann sag das doch gar nicht erst. Vielleicht weiß ich es ja auch gar nicht. Vielleicht sage ich es. Ach, du tust nur so, ich verstehe. Aha. Oh Mann, ey. Interessant. Ja, das war jetzt eigentlich so das Einzige, was mir eingefallen ist. So. Und, achso, es wird gemünkelt aufgrund eines Screenshots, aber da darf die Manuela auch wieder nichts zu sagen, bestimmt, dass bereits an Modern Warfare 4 gearbeitet wird, was ja dann quasi Call of Duty. Also Call of Duty wäre. So. Oder. Da weißt du auch wieder nichts von, ne? Nee, da weiß ich wirklich nicht. Wurde doch heute in der Presse irgendwie dementiert, ne? Ach, wurde das dementiert? Ach, verdammt, ich bin ja nicht auf dem Laufenden. Ach, Mensch. Mir nur Quatsch erzählt wieder. Weiß nicht, es hat ja irgendeine. Die Synchronstimme von Captain Price irgendwie. Bla, ja, ja, ich mach das. Und dann hat Infinity Ward gesagt: Nö, 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 mach nicht. Ach so. Ah, ja. Ja, der Krieg war ja auch vorbei nach dem dritten, oder? Ich hab das doch. Sie haben es wieder. War doch eh schon alles kaputt. Ja. Was soll man jetzt nochmal Krieg führen? Das ist ja eh alles im Arsch. Und naja. Alles Krieg. Vorbei. Krieg ist eh doof. Ja, vor allem. Vor allem, wenn es von EA kommt. Wie ist das eigentlich? Ich meine, jetzt bei Black Ops, das spielt ja 2025, ne? Und wenn das jetzt quasi 14 Jahre nach Modern Warfare 3 spielt, ist ja dann schon wieder ein globaler Konflikt. Da ist ja echt mal langsam gut, ne? Also, das müsste doch langsam mal den Soldaten auch mal zum Hals rausgehen. Oh, dann schon wieder Krieg. Oh, komm. Ich meine, nicht mal zwischen den beiden Weltkriegen war so eine kurze Zeitspanne. Da kommt dann wieder dieser alte Spruch auf: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja. An dem Tag ist die wertvollste Entertainment-Marke im Arsch. Nämlich Call of Duty. Ja gut, vielleicht so ist es dann so eine Nostalgie-Reihe quasi. Wie war eigentlich Krieg? Und dann besinnt man sich auf gute alte Traditionen und packt aus den Zweiten Weltkrieg. Da hat es mich noch so richtig gut gefloppt mit dem Krieg. Zick, zack, ging das noch. Ja, mein Gott, ich meine, es hat ja auch so angefangen, ne, mit Medal of Honor und so. Das war ja Modern Warfare, so der aktuelle Konflikt, der wurde ja erst von Call of Duty so richtig groß gemacht. Also mit Call of Duty 4. Das ist richtig, ja.
Das war ja vorher. Das hat aber auch noch da gut funktioniert. Und ich finde, mittlerweile funktioniert es einfach. Also, wenn man sich das aktuelle Medal of Honor anguckt, ich werde bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, werde ich ein erstes Gameplay-Video online gestellt haben. Und ich werde es. Es ist sehr geschnitten. aber das liegt daran, dass ich zwischendurch Dinge gesagt habe, für die man ein Warnzeichen einblenden muss, freigegeben ab 60. Weil ich mich so unfassbar über dieses Spiel aufgeregt habe, weil es teilweise Dinge sowas von grundlegend falsch macht. Ach, die klauen auch die Blöde da. Ich dachte zuerst, da steht irgendwie Warfighter drauf, aber dann habe ich Modern Warfare die HD-Version drin oder so. Es ist ja 1:1 teilweise. Fast. Und du kommst ja trotzdem verarscht vor, weil das erste Level ist direkt, du bist in so einem Containerhafen und das sieht aus, als hätte man alles, aber auch alles mit schwarzem Teer überzogen, der gerade immer noch an allem runterläuft. Es ist alles schwarz, schwarz, schwarz und die Kanten von diesen Containern, die leuchten, als wären da ganz feine Linien von Leuchtdioden aufgeklebt. Das Geilste fand ich ja, du spielst diese Mission und danach kommt das Tutorial. Ja, wenn ich vorher nicht laufen und umgucken konnte, dann komme ich auch nicht zum Tutorial. Tut mir leid. Aber war das bei Modern Warfare 1 nicht auch so, dass du erst diese Schiffsmission hattest und danach das Tutorial? War das nicht so? Das war der Schwierigkeitsgrad. Bei Call of Duty, da ging es um Schwierigkeitsgrad. Ja, aber dann, oder war es beim zweiten? Ich meine, es gab einen Call of Duty-Teil, der fing erst mit einer Mission an, so ganz kurz, und dann kam ein Tutorial. Ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder der zweite war. Ich glaube sogar, es war der zweite, aber... Nee, es muss war, glaube ich, der erste. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles ganz krude. Also ich hätte ja nach dem vermurksten letzten Medal of Honor, hatte ich ja wirklich die Hoffnung, dass es irgendwie... Also es gab ja eigentlich nur Luft nach oben. Ja. Und habe dann gedacht, okay, grafisch ist es das schon mal nicht. Und dann dachte ich, okay, aber Gameplay-technisch, vielleicht reißt es das irgendwie raus. Nein, auch nicht. Es ist Es ist auch sehr schade, dass die so von der Grundidee Medal of Honor so weit weggegangen sind. Ja. Ne? Weil es war ja vorher ein Zweiter Weltkriegs-Shooter von Steven Spielberg produziert. Und das hast du auch gemerkt, ne? Also ich weiß noch, in den ersten Spielen und Underground auf der PlayStation 1 noch, die Grafik war zwar echt scheiße, aber irgendwie, ich hab's saugern gespielt, weil wenn du dann in so einer U-Boot-Nazi-Station warst, ne, die so infiltriert hast, ne, und dann hast du so diese deutschen Sprecher, so Achtung, Achtung, ein Eindringling ist da, ne, da kam so voll dieses Indiana Jones-Flair rüber, also volle Kanne. Ja, und das fand ich richtig geil in dem Moment, so, super, ich bin hier voller Infiltrator und darf Nazis killen und ach, super. und das ging irgendwie total flöten jetzt durch das Modern Warfare-Gedöns und über den Zweiten Weltkrieg gibt es jetzt komischerweise kaum noch Spiele, ne? Ich meine, gut, es gibt's... Das wäre direkt mal was Außergewöhnliches. Das wäre mittlerweile echt mal wieder ein Exot, wenn der im Zweiten Weltkrieg spielt. Voll. Also ich mag auch dieser pseudo-kritische Ansatz, den EA da in das letzte Medal of Honor reininterpretiert hat, um PR-mäßig tierisch Reklame zu rubbeln. Haben die gesagt, ja, hier, das ist aktueller Konflikt und voll krass, Antikriegsspiel, bla bla. Ja, da war mehr reingedichtet als alles andere, weil Antikriegsspiel war es mal gar nicht. Also ein Antikriegsfilm, für alle, die sich gerade fragen, was das sein soll. Es ist ein Film, der im Krieg spielt, aber ihn so zeigt, wie er, also ihn ungeschönt zeigt und ihn halt darstellt als etwas nicht unbedingt Positives. Ja. Und das kann ein Spiel per se nicht liefern, egal wie kritisch du es hinstellst. Das ist das einzige Spiel, das es meiner Meinung nach geschafft hat, aber auch nur ab einem gewissen Punkt, dich nachdenklich zu stimmen und dir die Augen zu öffnen, dass du dich richtig mies fühlst. Mhm. Das war Spec Ops. Oh ja. Das hat nicht Medal of Honor geschafft, weil da war mir der Konflikt einfach zu nah an der Realität. Ich meine, Medal of Honor ist der Name Krieg. Also Medal of Honor ist ja die höchste Auszeichnung, die du kriegen kannst. Oder eine der höchsten. Dann kann ich ja kein Antikriegsspiel unter der wertvollsten Medaille machen. Ich glaube, es ist generell sehr schwierig, ein Antikriegsspiel zu machen, also oder als solches zu verkaufen, wenn du
zum Beispiel die Option komplett auslässt, mit deinen Gegnern zu kommunizieren oder so Dialogoptionen wegzulassen. Weil ich weiß noch, wie ich damals bei Knights of the Old Republic oder bei Fallout oder bei Skyrim oder sei es Mass Effect, wenn du da mit den Leuten sprechen kannst und dich da wirklich über die Dialoge dazu entscheiden kannst, was richtig Schlimmes zu tun, also dass es dem dann richtig schlecht geht, dann geht mir das echt nahe und dann will ich das auch nicht machen und dann hätte ich auch echt ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt weiß, ey, der muss jetzt echt richtig schlimm leiden, ne, nachdem ich mich mit dem so schön unterhalten habe, ne, und in dem Kriegsspiel, wo das halt so eher nach der Mechanik läuft, wer zuerst schießt, gewinnt, ne, ist es so mit den gängigen Gameplay-Mechaniken, wie wir sie haben, einfach nicht umsetzbar. Also da müsste man vielleicht, keine Ahnung, über Headset oder Kinect, was weiß ich, mal sowas in. Ja, nee, jetzt nur über das Mikro von Kinect oder so, ne? Dass man da vielleicht mal, dass die Gegner auf deine Zwischenrufe oder so reagieren oder keine Ahnung, dass die vielleicht mit dir reden, ne? So nicht schießen oder keine Ahnung, dass sie mal nicht angreifen, weil sie keine Munition mehr haben oder so, ne? So Sachen. Aber wenn die so drauf programmiert sind, töten, 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 ist ja klar, dass der auf der anderen Seite halt auch keine andere Wahl hat, als gleich zu reagieren. Und dadurch kommt halt auch kein Antikriegsgedöns rauf. Da kann die der Grundgedanke hier, alles basiert auf wahren Erlebnissen und bla bla, da kann man noch so viel drumherum reden. Wenn im aktuellen Geschehen das überhaupt nicht projiziert wird, dann ist es völlig Banane. Das hat ja Spec Ops The Line ein bisschen gemacht mit den zwei KI-Kollegen. Da war ja einer immer dein gutes Gewissen, der andere war das Schlimme. Mhm. Ja. Ja, aber das ist ja auch irgendwie so eine. So ein bisschen. Schlechte Gewissen hat aber zuerst Wartens Gras gewissen, ne? Ja, aber es ist auch so ein bisschen mit der Kneifzange, ne? So mit diesem, oh ja, schwarz und weiß, ne? Dann hast du es halt neben dir herlaufen. Aber ich fände es viel cooler, wenn du das gar nicht erst nötig hättest, ne? Wenn du wirklich selber so diese Grauzonen erkennst in einem Videospiel. Aber da findest du immer. Das weit ist aber weg. Dann vom Spieler auch abhängig. Also du kannst, naja, klar. Du kannst ja nur in gewisser Weise voraussehen, was der Spieler so alles tun wird. Und ich glaube, dass man den Spieler schon. Also die Spieler als Gesamtheit, einzelne Spieler wirst du vielleicht auch wirklich selber dazu kriegen, dass sie das machen. Aber ich glaube, um den Durchschnitt oder um die meisten Gamer anzusprechen, musst du tatsächlich jemanden haben, der dich in so eine Richtung schubst. Ja. Das ein oder andere Mal. Ich glaube, die meisten reflektieren das gar nicht weit genug, um dann so eine Überlegung anzustellen, ach jo, der hätte jetzt auch leben lassen können. Ja klar, aber weil halt auch das Spiel dir nicht diese Wahl lässt, weil du musst ja töten, um nicht getötet zu werden. Und das ist ja in der Realität jetzt nicht unbedingt 1:1 übertragbar, ne? Weil es kann ja sein, dass er dich dann auch in Ruhe lässt. Aber jetzt mal ein anderes Beispiel, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel GTA, ne? Da hast du ja auch im Prinzip die Möglichkeit, dass du alle umbringen kannst, ne? Du kannst ja hier Amok laufen und keine Ahnung, alle um die Ecke bringen. Aber ich meine, wenn ich mal wirklich mit Raketenwerfer mich rumgeballert habe, ne, und alle Leute abgeknallt, ne, dann wollte ich eigentlich nur die Polizei-Action danach. Ich habe das nicht gemacht, weil ich das jetzt irgendwie cool finde oder weil mir das voll Spaß macht. Ja? Also ich finde, gerade bei GTA 4 ist die Darstellung so realistisch und so, irgendwie, das macht mir irgendwie nicht so, ich würde nicht sagen, dass das Spaß ist, den ich dabei empfinde. Das ist mehr so, ja, weiß nicht. Also ich habe da schon so manchmal ein schlechtes Gefühl. Im Grunde ist es ja nichts weiter als eine. Also ich gehe jetzt mal von mir und bei City aus. Das habe ich auch immer gemacht. Habe mich auf mein Haus gestellt. Gab es in der Nähe von so einem Club, also zwischen Club und Einkaufszentrum, gab es ein Haus. Das konnte man kaufen. Das habe ich gekauft. Habe ich mich drauf aufs Dach gestellt. Habe vorher dafür gesorgt, dass die Putzelei mich sucht. Das ist ja eigentlich ein überschwitztes Räuber- und Gendarm-Spiel. Ja, genau. Du kannst entweder flüchten, was dir meistens nicht sehr lange gelingt, oder du stellst dich irgendwo hin und sorgst dafür, dass du von drei Seiten nicht attackierbar bist und ballerst in der Zwischenzeit alles weg, was geht. Ja, genau. So habe ich das gemacht. Und das war ja auch wirklich tatsächlich nicht jetzt habe ich ja 20.000 Polizisten gekillt, sondern einfach mal gucken, wie lange halte ich das eigentlich aus? Ja, genau. So. Das ist ja so im Prinzip, in der höchsten Verhandlungsstufe. Das ist ja im Prinzip wie eine offene Version von Tower Defense, ne? Wo du dann quasi so du selbst der Tower bist und guckst, wie lange kannst du, gegen diese Übermacht bestehen, die sich immer mehr auf dich konzentrieren wird. Ne? Das fand ich eigentlich immer das Spannende daran. Also.
ja, ist jetzt eine weite Brücke geschlagen, aber ja, nur um so den Deckel so ein bisschen zuzumachen, wieso das jetzt momentan einfach, glaube ich, aber nicht möglich sein wird, dass man so ein richtiges Antikriegsspiel machen kann, wo man einfach bei jedem Gegner, den man umlegt, ein richtig schlechtes Gefühl hat, ne? Weil dafür sind, ich weiß auch nicht, dafür ist die Darstellung auch einfach nicht, ich weiß nicht. Ich meine, es wird ja immer groß, kurzig gesagt, hier realistischste Darstellung überhaupt und bla bla, ne? Aber ich glaube, wenn es wirklich so real aussehen würde, wie es in der Wirklichkeit auch tut, und wenn die Leichen so aussehen würden, wie eine richtige Leiche aussieht, dann hätte das einen ganz anderen Impact auf den Spieler. Vielleicht wäre es aber mal Zeit dafür. Tja, da bin ich mal auch gespannt, was die nächste... Ja, dann käme wieder die USK und dann haben wir das bekommen. Ja, das stimmt. Wir haben dann sowieso nicht den Genuss, diese Spiele zu spielen. Nee, aber vielleicht wäre das wirklich mal, das wirklich so realistisch wie möglich darzustellen, vielleicht wäre das einfach mal ein Ansatz, um, also rein aus Forschungszwecken fände ich das interessant. Mhm. So, zu gucken, wie das so auf die Leute, wie die Leute darauf so reagieren. Ich zitiere immer wieder gerne dieses Beispiel aus dieser Doku, Game Over, wo bei den Fable 1 Usability-Tests rausgefunden wurde, dass jemand etwas tut, was man so nicht vorausgesehen hat, mit diesem Kind. Mit dem Kind, das da saß und in die Stadt gegangen ist und alle Kinder in der Stadt abgeschlachtet hat. Und die Tester waren für einen Moment nicht da, das Kind hat halt so vor sich hingespielt und sollte halt so gucken, ob das Kind mit der Spielwelt klarkommt. Und die kommen zurück und dieses Kind steht mit seinem Avatar mitten in der Stadt und um ihn herum nur abgeschlachtete Kinder. Und dann haben sie gesagt, das können wir nicht machen, wir müssen das rausnehmen. Wir können doch nicht zulassen, dass man in einem Spiel Kinder abschlachtet. Aus waren ja Gleichaltrige. Aber die haben das gar nicht für möglich gehalten, dass jemand auf die Idee kommt, das zu tun. Einfach, das ist dann wieder so dieses typische, was machen Spieler vielleicht falsch mit einem Spiel? Ein Buch kannst du eigentlich nicht falsch lesen. Ich meine, das ist die Bibel, dann kannst du es falsch interpretieren. Oder irgendein anderes religiöses Buch. Okay, man kann falsch lesen. Scheiße. Gleich Beispiel. Ja, man kann auch einen Film falsch interpretieren. Ne? Ja. Also, man kann zum Beispiel Schindlers Liste auf die eine oder auf die andere Weise interpretieren. Ja, so mal so als ganz, ganz hartes Beispiel. Ne? Aber genauso ist es ja mit Spielen. Ja? Du kannst ein Ballerspiel total stupide durchzocken und total emotionslos, ja, oder du spielst, keine Ahnung, ein Soldiers of Fortune und findest es total geil, dass du alle Körperteile abtrennen kannst und hältst dich da stundenlang mit auf, oder du nimmst es einfach nur als Spiel wahr und denkst dir dann, Gott, ist das ein Scheiß, ne? Ja, es sind ja immer zwei Seiten, das Produkt und der Konsument, und ja, du kannst es nie, das ist klar, Konsumenten sind ja immer das, was sich unterscheidet, nicht das Produkt. Ja, das stimmt. Wobei ich da aber persönlich auch nicht viel über nachdenke. Ich gehe da auch durch, schieß, wie es halt so ist. Ich fange jetzt da auch nicht an, mir beim Krieg Gedanken zu machen. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, in einem Rennspiel sitze ich auch nicht da und mache mir Sorgen dass ich gerade mit ja. 200 in die Kurve gekracht bin und irgendeine Familie mit ihrem ja. Van in die Planke gedrückt habe. Wobei ich doch sagen muss, ich habe ja die unzensierte Modern Warfare 2 Version. Ich habe auch keinen Zivilisten im Flughafen geschossen. Das fand ich irgendwie ja, doof. Aber, ja, obwohl ja, ich konnte. Man macht's ja auch nicht. Aber, ne? Ja. Ja, genau. Aber das machst du. Und die anderen finden es geil, das zu tun. Und gerade die es geil finden, bei denen muss ich sagen, sorry Leute, aber vielleicht solltet ihr mal euren moralischen Kompass neu justieren. Ohne das aber richtig, also man ist ja nicht automatisch ein Hamburgläufer, ne, bevor man jetzt sowas denkt, dass ich sowas denke. Ja, auch, weil du gerade eben mit dem Rennspiel gesagt hast, da fährst du ja auch nicht hier. Da ist es ja auch so, dass es explizit so programmiert ist, dass du schnell fährst, ne? Weil ich habe mal probiert in einem GTA, oder war es Driver, ich weiß nicht mehr, das Driver 1 noch, da habe ich damals Führerschein gemacht, und ich habe mal gedacht, ich probiere das jetzt mal so als Fahrübung, ne? Und es geht nicht, man kann in diesem Spiel nicht langsam fahren, es ist nicht drauf programmiert, langsam gefahren zu werden, ne? Und das sind so Sachen, wird unterbewusst suggeriert, du musst schnell fahren, sonst kommst du nicht weiter, also ist schon ganz interessant.
Aber, machen hier Ausflüge in die Psychologie, Wahnsinn. Ja, willkommen zum Psychopath-Cast. Ich werfe gerade einen Blick auf die Uhr und stelle fest, dass wir die Stunde geknackt haben. Ja. Was ja nicht schlimm ist, es ist diese Woche auch meiner Meinung nach nicht so irrsinnig viel passiert, außer dass unfassbar viele Spiele rauskommen. Was habt ihr momentan im Laufwerk? Die Frage von Herrn Nkowski aus der letzten Woche werde ich einfach mal aufgreifen. Manuela, was hast du gerade aktuell im Laufwerk? Also ich teste ja Medal of Honor. Du arme Sau. Ja, dafür spiele ich ja noch Borderlands 2. Ah. Dishonored. Oh. Warte auf Assassin's Creed. Ja, das tue ich auch. Habe ich dann noch ungefähr 20 andere Spiele, die ich noch nicht fertig habe. Aber. Ja. Ja, guck. So. Das ist doch. Das ist doch nichts zu tun, eigentlich. Deswegen haben wir Urlaub bald. Ich will durchspielen. Woran erkennt man, dass ein Gamer Urlaub hat? Er spielt ganz viele Spiele durch. Ja, das Vergnügen hatte ich ja auch so die letzten paar Wochen. Was hast du aktuell im Laufwerk? Ich habe jetzt endgültig aufgegeben, Doom 3 weiterzuspielen. Wer meinen Test gelesen hat, der wird auch wissen, warum. So gut. Also, ja, so gut. ich habe Resident Evil 6 durchgespielt jetzt neulich. Also wirklich komplett, auch die letzte Kampagne. Ah, okay, krass. Jetzt mache ich gerade so ein bisschen Klassiker nachholen. Ich habe schon vor Ewigkeiten Eternal Sonata mal angefangen und bin da jetzt bei 10 Stunden Spielzeit und das möchte ich auch mal abschließen. Aber ich merke dann auch immer wieder, ne, wenn man so alte Spiele anfängt, also mal wieder anfängt nach einer Weile, merkt man dann auch recht schnell wieder, warum man aufgehört hat. Ne? Und das ist auch gerade wieder so ein Fall, wo ich merke, ja, mal gucken. Also ich hoffe ja, dass du mir demnächst mal wieder Futter lieferst über die Vita. Ansonsten, mal gucken. Ich will Dishonored auf jeden Fall mal angucken demnächst und ich möchte auch mal, das letzte heißt Silent Hill, möchte ich mir auch mal angucken. Ja, das ist eigentlich so mein Plan momentan. Klingt nach einem Plan, auf jeden Fall. No. Was spielst du denn? Halo 4 hat mich total angefixt, obwohl ich vorher wirklich von Halo nicht ganz so viel gehalten habe. Aber Halo 4 hat es mir extrem angetan. Bin ich momentan mit Vollgas dabei. Es ist ja auch endlich mal ein Spiel, was ich vor dem Release habe. Ähnlich wie Forza, was auch immer noch in meinem Laufwerk rotiert, immer mal wieder. Und ansonsten muss ich gerade überlegen. Ich habe irgendwas noch. Was habe ich noch? Aber das will mir uns vielleicht nicht einfallen. Da kann es nicht so gut sein. Warte mal. Ich gucke mich gerade rum, ob ich irgendeinen Anhaltspunkt finde. Fable, The Journey? Moment, ganz kurz. Nein. Das kommt mir nicht mehr ins Laufwerk. Den Test gibt es nächste Woche. Und da werdet ihr wissen, warum. Aha. Satans Dreck. Meins liegt ja auf dem Boden, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Ich muss gerade überlegen. Medal of Honor? Ja, Katze weiß. Medal of Honor, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, jene verruchte, vermaledeite und von Teufeln erdachte Sniper-Sequenz. Ich gebe ihm noch mal eine Chance. Fand ich gar nicht so schlimm. Ich habe auch wild durch die Luft geschossen, das hat super geklappt. Ja, aber ich will mir nicht snipen. Auf 200 Meter will ich dahin schießen, wo ich hingucke. Und nicht einen Meter weiter unten und einen halben Meter weiter rechts. Und keiner sagt einem, dass Wind herrscht, oder dass man das mitberechnen soll. Ob das im Multiplayer auch so ist? Das ist so. Ihr werdet sehen. Ich habe das Gameplay-Video an. Ihr werdet viel Spaß mit diversen Flüchen haben. Ich konnte nicht alle wegbieten. Sonst wäre die Kritik nicht so ausgefallen. Dem gebe ich nochmal eine Viertelstunde Zeit, mich begeistern zu dürfen. Wenn es das nicht schafft, dann schafft es das nicht. Das war's eigentlich. Ich habe eigentlich noch. Ich spiele momentan was. Ich suchte etwas. Und zwar auf meinem iPhone suchte ich. Und ja, ihr dürft jetzt lachen. Jurassic Park Builder.
Das finde ich ja toll. Das ist eine Mischung aus Jurassic Park Operation Genesis, was es früher mal gab für einen PC. So um das Jahr 2004, 2005, wo muss es das gegeben haben. Und Farmville. Du musst also ständig zurückkehren und deine Gehege abgrasen und die ganzen anderen Gebäude, die du gebaut hast, und dann kannst du... Aua, greif mich doch nicht an, Kater! Mann, ey. So schlimm ist das Spiel gar nicht. Und dann kannst du neue Sachen bauen. Du kannst einen Bernstein finden und dann kannst du forschen und dann kannst du neue Gehege bauen und die aufleveln und dann musst du die Dinos füttern. Und ach, herrlich. Kann man sich dann auch in die Autos setzen und dann so den Park angucken? Wie ist dann nein, so? Nein, aber die fahren da rum. Ah, schade. Das hätte ich ja gern mal, dass man. Ich habe mir damals. Das konnte man ja in Operation Genesis. Ich hätte ja damals gern im Film gern mal gehabt, dass nichts schief geht. Sondern dass der Park so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Dass man mal so eine ganze Fahrt. Dann wäre er von Disney gewesen. Ja, vielleicht, wenn die die Rechte von Steven Spielberg kaufen, dann gibt es vielleicht mal so eine Version. Wer weiß. Aber ich hätte das mal cool gefunden. Ich würde in so einen Park gehen wollen. Ja, ich will auch in so einen Park, verdammte Scheiße. Mann, wer will das nicht? Aber nein, in dem bitte nicht schief läuft, weil ich habe echt meine sämtlichen Gliedmaßen doch echt gerne. Und würde dann auch ganz gerne, wenn ich nach Hause komme, den Leuten alles erzählen können. So. Und nicht in mehreren Teilen zurückkommen. Das ist eigentlich auch Blödsinn, dass man einen Dinosaurierpark macht, die auf alles reagieren, was sich bewegt, und dann Autos durchfahren lässt. Ja. Das ist schon von Grund auf die Planung falsch. Ja, aber nee, da konnte gar nichts schiefgehen, weil die ja so meterhohe Zäune hatten. Aber die Chaos-Theorie hat doch zugeschlagen, Mann. Ja, nee, eigentlich auch nur die Gier eines Einzelnen. Ja, die Gier. Da haben wir es wieder. Die menschlichen Tiefabgründe tun sich auf und sind der eigentliche Fehler. Der Dino-Park an sich hätte perfekt funktioniert, wenn der korrekt ausgeführt worden wäre. Aber das menschliche Element hat versagt. Jetzt kommt ja die Frage, ja? Hätte man einen Film über die Titanic gemacht, wenn sie nicht untergegangen wäre? Gut, das war jetzt tatsächlich kein N24 sicher. Ja, okay. Stahlriesen auf den Meeren. Vielleicht hätte man ja, das wäre es ja eh überhaupt, ne? Vielleicht hätte man, damit es spannender ist, eine fiktive Katastrophe über die Titanic hereinbrechen lassen, die eigentlich in die Wirklichkeit gar nicht hereingebrochen ist. Ne? Also dann hätte man die Titanic trotzdem untergehen lassen, einfach weil es für die Dramaturgie spannender ist, wie in der Wirklichkeit. Wie halt wie beim Jurassic Park, dass man dann da halt auch eine Katastrophe passieren lässt. Oh, ja. Das mit dem Jurassic Park ist wirklich passiert. Du. Ba-ba-ba-bau. Schlaf gut, Kinder. Wundervoll. Habt ihr euch eigentlich auch mal gedacht, bei Jurassic Park 3 war es, glaube ich, oder war es sogar im ersten, wo die mit dem Hubschrauber heimfliegen und die gucken dann so ganz friedlich und genüsslich den Pteranodons zu, wie sie wegfliegen. Habt ihr euch da nicht auch gedacht, ey, sollten die nicht verdammt nochmal Angst haben, dass da jetzt Dinosaurier weggeflogen sind von der Insel und sich irgendwo verbreiten und vielleicht irgendwann die Welt erobern? Das Witzige ist ja, im ersten Teil fliegen nicht Komodo-Warane, wie heißen die denn? Kormorane fliegen weg, weil ja zwischendurch sagt ja Steve Guttenberg irgendwie, das ist ja alles scheiße, Genetik und so, und dann sagt John Hammond, ja, aber wenn ich auf dieser Insel Kormorane züchten würde, wer würde sich darüber aufregen? Weil die sind vom Aussterben bedroht. Ah. Wahrscheinlich sind sie mittlerweile auch schon ausgestorben. Und dann fliegen die halt so davon und dann denken alle so nach, so, ja, darf man das machen? Ist das moralisch okay? Und dann fliegen die halt so davon. Und alle dachten so, ey, das sind Flugsaurier. Guck mal, krass, das sind Flugsaurier. Und weil das so viele Leute gedacht haben und dann halt Steven Spielberg angeschrieben haben, ey, warum habt ihr plötzlich Flugsaurier am Ende vom Film? Deswegen sind die Flugsaurier im dritten Film dann tatsächlich vorgekommen. Ah, super. Und es macht fliegen dann tatsächlich durch die Gegend. Setzen sich irgendwo hin, legen Eier und erobern dann 2012, habe ich gelesen, am 21.12. erobern sie die Welt. Boah. Da hat aber Roland Emmerich nichts davon gesagt in seinem Film. Weil seine Maya-Quellen dazu sich nämlich ausgeschwiegen haben. Ja, da gab es ja den Film noch nicht, konnten die ja nicht wissen. Nee, genau. Ja, da sieht man mal wieder. Was wir für einen Scheiß reden. Ja, was wir hier so alles lernen. Ne?
Wir haben ja einen Bildungsauftrag, ne, den haben wir mit diesem Podcast wieder 1A erfüllt. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, die Leute sollen sich ja auch gruseln, ne? Ach ja, stimmt, ist ja auch Halloween gewesen. Ja, eigentlich nicht mehr, ne, wenn er das hört. Aber, naja. Vielleicht Geist, jetzt wieder. Das ist der olympische Gedanke, finde ich. Das kann natürlich sein, ne, dass die Leute erst 2013, falls die Welt noch nicht von den Flugsaurier erobert wurde, erst jetzt am 31. Oktober 2013 den 80. Podcast hören und sich jetzt total Scheiße angesprochen fühlen. Ja. Das hoffe ich aber nicht, dass wehe euch. Aber wenn ihr den tatsächlich erst 2013 hört, dann schreibt doch mal einen Kommentar dazu. Das würde mich interessieren. Oh, das ist ja viel eine Zeitkapsel verbuddeln. Ne, wir können einfach nächstes noch mal senden, aber nicht sagen, dass es schon gesendet wurde. Oh, das schneide ich dann so, dass wir statt 2013 2014 sagen und dann merkt das kein Schwein, weil das schon ein Jahr her ist. Das ist pfiffig. So machen wir das. Dann können wir dann haben wir auch mal eine Woche frei. Dann müssen wir mal alles aufzeichnen. Das ist doch super. Ausgezeichnet, ja. Hervorragend. Aber dann fragen sich vielleicht die Leute, im Moment mal, Disney hat Star Wars übernommen, ist doch ein alter Hut. den gehört doch inzwischen die Welt. Wir haben doch auch Apple gekauft. Ja, und Jurassic Park und Indiana Jones. Ja, Indiana Jones haben sie damit auch gekauft, ne? Auch nur gesagt. Ernsthaft? Ja, sicher. Ach du Scheiße, ey, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Da hat keiner drüber nachgedacht. Alter, die kommen ja alle nur mit Star Wars um die Ecke. Ja, Indiana Jones muss wieder ran. Harrison Ford ist jetzt schon, schon dabei, sich abzusetzen, obwohl eine tropische Insel mit der ja nicht gefunden wird. Die ganzen Spiele haben sie auch. Ja. Yeah. Oh Gott, da gibt's Lego, Disney, Indiana Jones und Star Wars. Und warum kauft eigentlich keiner Lego? Ich kaufe Lego. Ach ja, noch ein schönes Bild, was mir gerade einfällt. Aufnahme von von Lea und drunter steht: Ich bin eine Disney-Prinzessin. Ja, Disney-Prinzessin, das habe ich auch gesehen. Und es gibt doch diese Reihe Disney-Prinzessinnen. Heißt das jetzt, Lea ist auch da jetzt dabei? Oh, bitte nicht. Und Amidala. Nee, das war keine Prinzessin. Nee, das war die Königin. Gott sei Dank. Königin der Herzen. Heiliger Bindung. Tja. Was, die Welt geht edel zugrunde. Ja, Wahnsinn. Zum Glück kriegen wir ja nichts mehr mit, sind nur noch 6 Wochen. Kann es das auch egal sein. Ja, ich würde sagen, wir beschließen es dann dabei. Mit trüben und finsteren Gedanken gehen wir in die Nacht, entlassen euch in den Tag oder was auch immer gerade herrscht, wenn ihr das hier hört. Nächste Woche unterhalten wir uns bestimmt wieder über mehr Gaming-Themen, allerdings müssen dafür auch Gaming-Themen passiert sein und darüber hinaus darf etwas so Spannendes wie die Übernahme von Disney, umgekehrt, die Übernahme von LucasArts. Oh, umgekehrt wäre auch geil. Ne? Wäre auch witzig, ja. Das wäre so wie die Edusho und Chibo-Übernahme. Edusho war damals, wer das nicht kennt, ganz kurz, Edusho war früher größer als Chibo. Mhm. Und Chibo hatte so viel Kohle durch diese ganzen kleinen, die verkaufen ja nicht nur Kaffee, sondern auch so ganz viele andere Sachen. Ja, ja. Und die hatten dadurch so viel Kohle, dass die Edusho geschluckt haben. Das ist so, als würde Burger King Dacia schlucken. Ja, genau. Oder Dacia schluckt Renault. Oder Pepsi Cola. Also Coca. Schluckt Disney. Oh Gott. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von meinen beiden Mit-Podcastern. Hoffe, dass dass ihr alle noch ein schönes Halloween gehabt haben werdet. Und wenn ihr mögt, dürft ihr nächste Woche gerne wieder einschalten, wenn wir den 81. Podcast befeiern und uns gleich mit oder so. Ja. Mhm. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich wollte schon wieder sagen, tschö mit Ö, verdammt. Mann, ich muss diese Daniel-Zismen loswerden. Ich lasse euch den Vortritt, ich muss mir gerade was überlegen. Okay, möge die Maus mit euch sein. Ein einfaches Tschüss. Auf Wiedersehen.